Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, seit 3 Wochen führen wir ein anderes Leben. Dazu gehört, dass die Schulen geschlossen sind. Präsenzunterricht ist verboten und in aller Eile ist der Fernunterricht eingeführt worden. Aufträge werden den Schülerinnen und Schülern per Post oder übers Internet zugestellt, die zu Hause bearbeitet werden müssen. Der Fernunterricht ist eine neue Form, fordert neue Rollen, neue Kommunikationsmittel und neue Kommunikationswege. Alle sind herausgefordert und bemühen sich, ihre Aufgaben gut zu lösen. Wenn der Fernunterricht gelingt, Freude und Spaß macht, freut uns das. Dort, wo Schwierigkeiten auftauchen, suchen wir nach Lösungen und nach Wegen, die Erfolgserlebnisse ermöglichen sollen. Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte tragen in dieser Situation viel mit und unterstützen ihre Kinder und die Schule beim Erfüllen des Bildungsauftrages. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Heute, am 3. April 2020, müssen wir davon ausgehen, dass der Fernunterricht nach den Frühlingsferien weitergeführt werden muss. Schulleitung und Lehrpersonen der Schule Langnau sind bemüht, den Fernunterricht aufgrund der ersten Erfahrungen weiterzuentwickeln. Dazu haben wir intern unsere Eckwerte angepasst. Neu und zentral wird der direkte Kontakt zwischen Schülerinnen, Schülern und den Lehrpersonen sein. Die Beziehung soll gepflegt und aufrechterhalten werden. Wöchentlich mindestens einmal per Telefon, Videokonferenz oder auch per E-Mail soll der Austausch stattfinden. Je nach Alter der Kinder und je nach Stufe werden die Lehrpersonen den einen oder anderen Kanal nutzen. Auch hier werden alle Beteiligten Erfahrungen sammeln müssen und sich den Umständen anpassen, damit Erfolg möglich und Verbundenheit erlebt werden kann. Kinder, die etwas mehr Unterstützung benötigen, wollen wir zusätzlich mit unseren Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützen. Die Ziele sind stets die gleichen: Neues entdecken und erleben, positive Erfahrungen machen, Erfolg und Freude am Lernen haben, Selbstwirksamkeit erfahren. Lücken, etwas weglassen, ist ausdrücklich erlaubt. Auch der Kontakt mit Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigte ist uns wichtig. Zögern Sie nicht, sich mit Fragen an die Lehrperson zu wenden. Und wenn größere Schwierigkeiten auftauchen, bitte ich Sie, sich an die Erziehungsberatung oder an die Schulsozialarbeit zu wenden. Ein Austausch, über Schwierigkeiten reden, kann ein erster Schritt zu einer Verbesserung sein, für Sie und für Ihre Kinder. Weitere Informationen wie Kontakt- und Fernunterricht an der Klasse Ihrer Kinder nach den Frühlingsferien organisiert ist, erfahren Sie von den Klassenlehrpersonen gegen Ende Ferien. Die 7. bis 9. Klassen werden am 17. April per E-Mail informiert. Kindergarten- und Primarklassen per Mail am 24. April oder per Briefpost am 25. April. Die neuen Aufträge verschicken wir am ersten Schultag nach den Ferien, das heißt am 20. April oder am 27. April. Aufträge in Papierform sind der Briefpost vom 25. April beigelegt. Während der Ferien gibt es keine Aufträge der Schule. Die Links auf der Webseite unserer Schule sind zugänglich. Freiwillig darf an interessanten Themen und Inhalten immer gearbeitet werden. Oder Ihr Kind oder Ihre Kinder setzen sich selber Ziele und verfolgen eigene Projekte. Und noch etwas. In den Medien und in der Öffentlichkeit ist viel von Homeschooling die Rede. Homeschooling ist, wenn Eltern zu Hause den Unterricht planen, durchführen und auswerten. Wir bemühen uns, von Fernunterricht zu reden. Die Aufträge kommen von der Schule. Je älter, desto selbstständiger sollten die Aufträge bearbeitet werden können. Lehrpersonen stehen in Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern.
Die Lehrpersonen beurteilen je nach Auftrag und machen Rückmeldungen. Unsere Webseite werden wir auch während der Ferien bei Bedarf aktualisieren. Schauen Sie ab und zu vorbei. Ich gehe stets davon aus, dass mein Gegenüber das Gute will. Damit habe ich bis jetzt überwiegend gute Erfahrungen gemacht, auch gerade in den letzten Tagen und Wochen, wenn ich direkten Kontakt mit Eltern hatte. Ich habe erfahren, gerade in schwierigen Zeiten ist dieser Ansatz besonders hilfreich. Freuen Sie sich an kleinen Sachen, genießen Sie den Frühling im erlaubten Rahmen und bleiben Sie gesund.